The winner is Hans-Peter Halbwachs. Komm mal rauf. Sie sind ganz entspannt. Wenn ich gleich bis drei zähle, werden Sie bei drei aufwachen. Sie werden sich frisch und ausgeruht fühlen. Ihre Krämpfe werden nicht mehr da sein. Eins. Sie spüren Ihre Arme, Ihre Beine. Zwei. Sie können sich an nichts erinnern. Nichts bedrückt Sie. Drei. Gegen Angriffe kann man sich wehren, gegen ein Lob nicht. Gegen ein Lob ist man machtlos. Das hat er heute Abend schon oft zitiert, der Sigmar Gabriel. Es ist diese scheiß Politik, ne? Er gesagt, und die Machtlosigkeit spürst du wahrscheinlich auch jetzt. Ich habe nicht gewusst, dass du neben mir stehst, wenn ich das lese. Derjenige, der den Wiener Psychoanalytiker Sigmund Freud zum genialen Leben erweckt hat im Hörspiel. Ich habe so das Gefühl, ihr Freudianer seid heute Abend the winner. Ich habe nicht mitgezählt, aber irgendwie kommt es mir sehr viel vor und wahrscheinlich zu Recht. Der junge Mann, der hier neben mir steht, hat sein Bühnendebüt als Pater in Max Freschs Andorra gegeben. Und dann hat er das Publikum in Bremen, in Stuttgart, an den Münchner Kammerspielen, am Bayerischen Staatsschauspiel, am Thalia Theater in Hamburg und bei den Salzburger Festspielen. Was hast du denn da gespielt? Irgendeine Wurzel. Ach was? Ich meine, das ist egal, es adelt bei den Salzburger Festspielen, auch Wurzeln zu spielen. Und gegen Ende der 60er Jahre machte er sich zudem einen Namen als profilierter Charakterdarsteller bei Filmen, im Film und im Fernsehen. Er spielte in Volker Schlöndorffs Drama Mord und Totschlag, der Stoff, aus dem Träume sind. Und wir beide haben sehr viel Spaß in Bullis Traumschiff Surprise gehabt. Und irgendwie sind wir ja wahrscheinlich der gleiche Typ. Weil manchmal besetzen uns Casting Director oder schlagen sie uns die Casting-Leute für dieselbe Rolle vor. So war es auch in dem Film Soweit die Füße tragen. Und er hat sie gespielt. Dann haben wir ihn natürlich in Fernsehserien wie Derrick, Tatort, der große Bellheim gesehen. Und er hat sehr viele Hörspielproduktionen gemacht. Ist ja klar, sonst würde er ja auch nicht hier stehen. Er war der Erzähler in der Hörspieladaption Otherland von Tad Williams und der Aragorn im Herrn der Ringe. Da hatte ich auch das Vergnügen, eine kleine Rolle zu spielen, den Erzähler. Da sind wir uns leider nie begegnet. Heute Abend wird er mit dem Orkanus in der Kategorie bester Sprecher, eigentlich muss das ja heißen bester Schauspieler, geehrt für seine herausragende Sprecherleistung als Sigmund Freud. Herzlichen Glückwunsch, Peter Halbwachs. Sein Name ging im Applaus unter, Hans-Peter Halbwachs. Du musst jetzt was sagen. Du musst jetzt was sagen. Ja, für die Flut von Hörspielangeboten mit diesem Preis, die jetzt demnächst über mich hereinbrechen wird, schone ich meine Stimme und mache es kurz. Danke.